Und es gewartet ein wenig Spellstone. Ich werde jetzt gleich im Gilden-Clash hoffentlich ein bisschen rocken. Das ist mein aktuelles Deck, nicht perfekt, aber läuft ganz gut momentan damit. Von daher mal schauen. Zuerst noch ganz kurz, ich muss ein bisschen Gold loswerden. Verdampfe hier... Hä? Falscher Button. Verdampfe hier erstmal ein bisschen was. Den kann ich eigentlich auch dreimal wegpacken. So, Gold loswerden, dann packe ich heute Runen rein. Nämlich in den Heilefrosch. Ich habe jetzt gesehen, einen zumindest werde ich behalten. Der ist echt nicht so verkehrt. Aufrüsten, Moment mal, ganz kurz. Wo haben wir es denn? Bam-bidam. Ich nehme die Karten immer zu hart. Und dann lässt sich das nicht gut. Genau. Rune der Massenheilung. Heilen alle Frösche 5. Ich hatte einen Gegner, der hatte zweimal heilen alle Frösche 5. Und den Atlas heilen alle 6 drin. Das war krass. Gegen den habe ich verloren. Da war kein Gewinnen mehr. Moment mal. Und der Ochsenfrosch wegen Verhexen alle, der ist echt nicht schlecht. Oh, ich habe nur eine große Vergiften-Rune. Ich meine, Vergiften 8. Hört sich lecker an. Nein, eine normale Rune hätte ich reingegeben. Das Problem ist, ich kann ja aktuell nicht craften. Denn wir warten alle auf das Runen-Update. Und hier hätte ich gerne, das ist dann Valor 14. Eine legendäre Valor-Rune. Wenn ich es mir aussuchen kann. Kommt das ja, von daher, das passt. Eine Rune ist mal drin. Jetzt noch ganz kurz, Moment. Zuerst kann ich die Kisten öffnen, denn ich habe... Oh, ich kann doch keine öffnen. Diese, wie heißt die? Ruby-Kiste. Ruby. Ohrwurm für die nächsten Tage. Habe ich bekommen. Habe ich genügend davon? Moment mal, 1000. Weiß ich gerade gar nicht. Machen wir einfach mal auf. Du benötigst weitere Coins. Nein, habe ich nicht, denn die Diamantkisten sind ja weg. Also, habe eine Rubinkiste bekommen und da bin ich schon gespannt, ob da ein bisschen besseres Zeugs drin ist. Jetzt öffne ich hier noch, dass ich ein bisschen Gold Platz habe, denn das Clash-Event, wenn man da auch ab und zu gewinnt, sprich 3 Sterne, dann gibt das ordentlich Gold. Krötenweiser, den könnte ich ja schon ein drittes Mal reinnehmen. Mit ein paar Heilen alle Runen. Wäre das echt eine Überlegung wert. Und die nächste epische, was ist denn da los? Das geht gut los. Das ist sogar sehr schön. Genau, aber wir öffnen hier noch ein bisschen weiter. So, musste kurz was am Mikrofon rumschrauben. Also, freue mich schon echt auf das Clash-Event, denn ich habe so viele Verhexen-Karten, könnte sogar noch ein paar reinnehmen. Ronin mit Verhexen plus 50% ist krass, die Frösche mit Verhexen 50. Dann der Kraken hat Verhexen, mein Blackfin hat Verhexen. Alle haben durch die Bank Verhexen. Ich verdampf da mal ein bisschen, was würde ich sagen, Menge hinzufügen. So, Frosch, Speer, genau. Ein Helmfrosch, der ist auch nicht so verkehrt, den lasse ich drin. Ich habe zwar einige gesehen, die haben mehr, aber einer passt. Jetzt sehen wir uns einfach mal an, nicht so lange labern. Die Belohnungen habe ich schon gezeigt. Hier Koi Jockey und der Jungfrosch-Magier. Für die Normalsterblichen, 2er-Verzögerung. Mit Unsichtbarkeit, Panzerung und Inbrunst-Frosch. Unsichtbarkeit ist wirklich gut. Ganz, ganz, ganz wichtig. Und der Frosch auch, weil wenn der Schild 2 hat, dann fängt er immer einen Schlecker ab. Oh, ich sehe es jetzt schon. In dieser Folge werde ich wieder 100 Mal das Wort Schlecker sagen. Durchbohren 9, das ist ganz übel. Da ist es im Prinzip egal, was ich nehme. Oh, da läutet gerade was von mir. Also, denn der hat Panzerung 8 in Summe. Und dann, nö, das durchbohren. Dann nehme ich, nehme zu Long, ich hoffe, der überlebt das Ding. Wenn der jetzt keine Inbrunstkarte hat, Ether. Sehr schön. Dann würde ich sagen, aber ich habe dann auch keine. Ich versuche es mit dem. Mal schauen. Bitte schleck den ab. Ach so, das Schlecken bringt ja gar nichts. Wegen Schild. Das war auch gut. Das war ebenfalls fein. Ich nehme den wegen Wild und dann profitiert er schon davon, obwohl der noch in der Verzögerung hängt. Weggeschleckt und verhext. Ich glaube, die Karte geht drauf. Aber sowas von. Okay. Zur Gegnerverteidigung, also zur Verteidigung des Gegners, muss ich sagen, dass ich gerade echt mordsmäßig viel Glück hatte. Das hat ja mit Verstand nichts mehr zu tun. Das war einfach nur riesiges Glück. Sehr schön. So, hat gepasst schon mal. 20 Kämpfe. Ja, das machen wir schon. Und zwar, die Karte gegen den Turm ist gar nicht so gut, glaube ich. Dann nehme ich lieber den hier. So, und sein Verhexen alle 3 müsste, glaube ich, das merke ich mir auch nicht. Ich glaube, der wird aufgerundet. Das wäre ziemlich genial. Der ist spitze. Und jetzt den daneben. Das passt perfekt wie die Faust aufs Auge. Wen schlägst du? Du schlägst den richtigen. Ach, ist das schön. Das ist sogar sehr schön. Jetzt müsste eigentlich...
glaube, in zwei Runden rutschen die alle eins nach links. Ach, jetzt sogar schon. Na gut, hätte ich das mal eher gewusst. So, der sollte drauf gehen, hoffe ich. Mit Verhexen. Ja, ich habe Glück. Ich habe echt Glück. Das läuft nicht immer so, muss ich sagen. Also eigentlich hat mein Deck noch Schwächen. Und zwar große Schwächen. Nämlich Unsichtbarkeit oder Schild. Und ich kann selbst, sowas kann ich noch verlieren. Okay, und wieder richtige Karte erwischt worden. Sehr schön. Ronin gegen Vulcanos ist natürlich nicht wirklich das Gelbe vom Ei. Aber 10 noch und 2 Verzögerungen. Sehr schön. Gut, das sind 3 Sterne. Sauber, sauber. Oder doch nicht. Wenn jetzt noch ein paar Blackfin kommen, habe ich ein Problem. Dann habe ich aber in der Tat ein riesiges Problem. Moment, ich muss es mal auf meinem Ohr ein bisschen leiser machen. Diese ganzen Effekte. Ich meine, hören sich ja nett an. Aber zu laut ist zu laut. So, versuchen wir es mit dem Heldenfrosch. Alle auf Null. Wir hatten da so viel Korrosiv und Schwächen. Uiuiui. Aber einige sind vergiftet. Doch ich glaube... Oh, 40. Wer war denn da alle verhext? Ich meine, wenn der hier verhext 9 hat plus 50% und so weiter. Das war schon mal nicht von schlechten Eltern. Aber eigentlich habe ich den Sieg verdient, oder? Ich liege schon so krass in Führung. Yo, den Sieg. Den gönne ich mir, den wird mir keiner mehr nehmen. Sehr schön. Nochmal 3 Sterne. Gut, also passt soweit. Sehen wir uns mal an, was die Gilde so kann. Übrigens, gildenmäßig. Gurkenhals 281, Killer hat 280, 278 und so weiter. Sehr schön auf jeden Fall. Gildenmäßig, es steigen oft die Besten auf. Das heißt, er legt euch ins Zeug. Dann kommt ihr, der hat kein Durchbohren. Aber er hat Imbue durchbohren oder verbessern durchbohren. Ist das? Das ist verbessern durchbohren. Na dann. Ach so, der hat ja Valor. Ja, egal. Boah, was mache ich jetzt? Jetzt bin ich ein bisschen aufgeschmissen. Atlas? Steht der das durch? Oder doch mit Panzerung? Was wollte ich sagen? Genau, die Besten steigen oft auf bei den Events. Also legt euch ordentlich ins Zeug. Dann könnt ihr in die besseren Spieletrendgilden aufsteigen. Wo, ja, dann schon noch krassere Karten am Start sind. Wir haben so ein System, ganz viele Gilden in der Community. Die Kids, die Spieletrend, die Go, die Elite. Und genau. Also, ich bleibe aber in Spieletrend. Ich glaube, ich wäre sogar mittlerweile schon, bin ich mir aber nicht sicher. Ich soll nicht abgehoben rüberkommen. Ab und zu belege ich echt so gute Plätze, dass ich sagen könnte, würde... Mich könnte vielleicht bei den anderen mitspielen, aber nö, im Prinzip. Ich fühle mich hier schon ganz wohl. Das macht echt Bock hier mit euch. Und von daher, der muss das überleben. Auf jeden Fall. Nein, das hat er nicht überlebt. Dann hätte ich es nicht gemacht. Dann hätte ich das jetzt nicht gemacht. Das war... Ich riskiere nochmal. Ich meine, okay, die haben ein paar Blitze. Was geht los mit euch? Das war gerade ganz schlecht. Wenn ich das verliere, dann aufgrund meiner falschen Taktik. Die Karten hätten eigentlich... Oh, jetzt kann ich aufholen. Ich kann es noch retten. Vor allem, das ist der Heiler mit der Rune drin. Oh, durch Nullify. Doch, er heilt sich. War nicht genügend Nullify. Sehr schön. Ich glaube, ich habe noch die Kurve gekratzt. Aber schauen wir mal. Der hat eine Atlas-Karte mit einer legendären Rune drin. Hoi, 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 hoi. Und der hat schon gutes Berserk. Was ist denn mit dem los? Du Verrückter. Sehr schön. Für eine Runde außer Gefecht gesetzt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Na, dann drücken wir mal die Daumen. Denn der schüttelt auf jeden Fall die Pflaumen. Boah, das sieht ganz eng aus für mich. Oh, das war wichtig. Das war ganz wichtig. Das war gut und wichtig. Sehr schön. Jo, das wird's noch, oder? Hammer. Hammermäßig, sehr schön, noch die 3 Sterne bekommen. Oh Mann, das dauert, sorry. Was, ich bin bei 10 Minuten und hab noch nicht mal... Nein, Ronin hätte ich auch als erste Karte nehmen können. Das war doof. Das war echt doof. Ronin ist nämlich in dem Event, finde ich, als erste Karte nicht so schlecht. Toll, jetzt muss ich dabei bleiben und die hohen Verzögerungen nehmen. Das war ein ganz schlechter Start von mir. Das war ein richtig, richtig schlechter Start. Vor allem Ronin mit Verhexen, der macht jeden Turm kaputt. Das habe ich echt versaut. Schade. Na, mal schauen, ob das noch was werden kann. Ich bin gespannt. Ich sehe mir ganz gerne an, was der Ronin immer so verhext. Jo, die richtige Karte. Und damit ist sie kaputt. Aber sowas von 32 Schaden mit dem zweiten Schlag. Ja, Ronin hat sich gelohnt, dass ich den genommen habe mit der guten Rune. Das war schon fein.
Dankeschön, Ronin. Den Sieg habe ich fast dir zu verdanken, würde ich sagen. Genau, und die Heiler sind dann auch ready. Oh. Jetzt lehnt euch aber mal nicht so weit so aus dem Fenster, denn... Was passiert denn da gerade? Was passiert da? Da darf nichts mehr passieren. Hey, ich habe zwei Heiler ready. Heilen alle Frösche 9 jede Runde. Was ist los? Die machen es da noch spannend. Jetzt ist nur mal ein Frosch da. Hä? Aber hallo. Den Kuchen will ich haben. Die 3 Sterne des Kuchens. Ja. Perfekt. Gut, das war aber ist noch am Ende ein bisschen knapp geworden. Sauber, machen wir ein bisschen schneller. So, der hat die verbesserte Unsichtbarkeit. Schaffe ich es beide? Machen wir beide Frösche? Nö. Ich nehme die. Blackfin ist einfach OP, obwohl die leider nur doppelt fusioniert ist, die Karte. Aber... War das die richtige Wahl oder doch den Felsen-Titan? Der hat... Durchbohren 9. Warum habt ihr überall Durchbohren-Runen drin? Regt mich das auf. Mann. Nehme ich den trotzdem für genügend Lebenspunkte? Oh, sehr schön. Der hat den aber ein paar Mal. Dann noch doppelt fusioniert etc. Nein, den Heldenfrosch direkt kaputt gemacht. Die werden es wohl alle überleben, oder? Nein. 19, das muss... Ach so, Unsichtbarkeit 2. Der ist verlockend. Der ist in der Tat verlockend. Aber ich glaube lieber nicht. Zu wenige Lebenspunkte. Mal schauen. Der hat Verhexen alle. Der hat Verhexen alle. Und der hat nochmal Verhexen alle. Oh nein, das habe ich, da habe ich die Rechnung falsch gemacht. Das war gerade mega mies. Mhm. Das, da darf ich mich über einen Stern freuen. Ah, der war zu böse. Aber das sind auch teilweise gekaufte Karten. Von daher, da darf man überhaupt nicht traurig sein. Denn, genau. Ein Frosch, der aus Cedric. Sehr schön. Krötenweiser wieder zuerst. Wir verhexen alle. Dann nehmen wir den. Dass er hier hoffentlich nicht durchkommt. Dann noch eine Unsichtbarkeit. Und, oh, ja, muss ich den versuchen. Und jetzt kann ich auch mal den Heldenfrosch, den Quaker. Ich weiß, der hat nur Schlecken 1, also Gift Blitz 1, aber trotzdem. Den kann man gerne nehmen für Ermächtigen, für Erstarren und so weiter. Jawohl, das ging schnell. Das ging in der Tat schnell, aber ich verstehe nicht, warum man Old Cedric nimmt, wenn man wirklich nur wenige Frösche hat. Der hatte ja fast gar keine Frösche. Ronin, jetzt erste Karte Ronin. Erzählen wir uns an, der macht den Turm nämlich direkt kaputt. Okay, danach eine Korrosivkarte. Die wird mir Probleme bereiten, aber ganz kurz ansehen. Verhexen. Ohohoho. Ohoho, 25 dann noch. Verrückt, die Karte ist einfach nur verrückt. Mm. Nochmal den für Verhexen. So, jetzt glaube ich, überlebe ich das? Wow, was habe ich für ein Glück. Ach so, Abschöpfen 16, ja. Was willst du da machen? Was will man da machen? Na, jetzt bin ich gespannt. Der Ronin wird leider nichts mehr... leisten. Er hätte zwar nochmal die richtige Karte zweimal verhext, aber ich hasse den. Den, gegen den kommt man irgendwie schwer an, vor allem wenn da so eine Rune drin ist. Ich meine, Versengen ist zwar ein gutes Heilmittel dagegen, muss ich ehrlich sagen. Jetzt sogar doppelt. Jawohl, ist der... Oder war das doppelt? Ist der schon bei 15? Aber nein. Das kommt alles zu spät. Boah, jetzt hat er mich eine Runde außer Gefecht gesetzt. Versengen war direkt wieder weg. Schade. 0 Sterne, 5 Gold. Also dafür hätte ich mein Gold nicht loswerden müssen. Um ehrlich zu sein. So, dann nehmen wir doch mal die Karte zuerst. Ach. Das. Was kann man da machen? Was kann man da machen? Doppelschlag hat er sofort. Mit 8 Ermächtigen auf 9. Naja, der überlebt es rein theoretisch. Und der kann sich dann... Ich muss versuchen. Was? Wieso hat er das nicht überlebt? Ach, durch Schlecken. Ja, ich konnte nichts machen, egal was ich genommen hätte. Das ist dann natürlich schon mal ganz ungeschmeidig. Wenn ich das gewusst hätte, wäre es andersrum natürlich weitaus besser gewesen. Aber hey, am Ende ist man immer schlauer, oder? Ah, das ist der Heiler jetzt noch. Okay, das war's. Kann man direkt aufgeben mit 0,0 Sternen. Und das sind eben so die Schwächen meines Decks irgendwie. Wenn man da einmal nicht die richtigen Karten hat... Dann, den hätte ich durchaus machen können, aber ja doch, der hat schon krasse Karten. Aber trotzdem, das war, da hätten sich die ganzen hohen Verzögerungen mit Seafolk-mäßig noch gelohnt, muss man ehrlich zugeben. Aber wenn ich dann so eine Doppelschlagkarte als Gegner habe und selbst nur Einser-Verzögerungen besitze, dann, da tut sich nicht viel. So, was machen wir? Ich würde gerne zu Long nehmen.
Und das mache ich, glaube ich, auch. Jetzt den hier, nur Unsichtbarkeiten bisher. Das heißt, dass er starren sollte. Nicht wirklich zünden, denke ich mal. So, ein bisschen aufräumen. Sehr schön. Aber jetzt kommt Scylla dran. Und das ist ganz uncool. Ja, Scylla ist ganz uncool. Was machen wir da? Ich glaube, die wird mir zum Verhängnis werden. Zwei Mystische liegen direkt da. Ah, okay, das Vergiften war jetzt gut. Das war sogar sehr gut und auch sehr wichtig. Mal schauen. Aber der Frosch wird, glaube ich, nicht mehr überleben. Nö. Die bekommst du nicht kaputt. Schade. Sehr, sehr, sehr schade. Wieder nur ein Stern. Es ging gut los, aber jetzt irgendwie so... Naja, aber gegen mystische Scylla, da habe ich im Allgemeinen nicht wirklich viel zu sagen. 11 Kämpfe noch. So, mal wieder unsichtbar. Was nehmen wir? Den Frosch habe ich noch nie als erste Karte genommen in diesem Event. Lohnt sich das? Ermächtigen auf 7 ist der auf 9. In 2 Runden, wenn er sich selbst ermächtigt, wäre der Turm weg vom Fenster. Okay, und gegen den nehme ich zu long. Obwohl, bis der drankommt, ist er ja gar nicht mehr am Leben. So, ach so, Schild hat er da noch. Genau, stimmt. Das habe ich nicht so bedacht. Also, das kann wieder interessant werden. Mal schauen. Turm ist noch immer da. Jetzt ermächtigen auf zu long. Oder? Ist im Prinzip egal. Nein, ist besser so. Dann trifft das Korrosiv nicht. Schon zweimal versengen. Nur leider kann ich es jetzt nicht nochmal aufrechterhalten. Das kann lustig werden. Das kann lustig werden, denn ich bekomme den Blackfin. Vermutlich nicht so kaputt. Oder? Ach, Doppelschlag. Nein, kein Doppelschlag. Doch, Doppelschlag versengen. Der zweite hat zwar nicht mehr getroffen, aber fürs Versengen hat es gereicht. Jetzt versenkt er nochmal, trotz 0 Schaden. Und das dürfte nicht mehr geheilt werden können. Oh, und dann kommt noch so einer. Mann, und der hat sogar noch eine Verhexenrunde drin. Verhexen alle 6, wird zu Verhexen alle 9. Und dann habe ich ein Problem. Egal, ein Stern. Besser als nichts. So, einer ist immer drin, oder? Komm, mach weiter, das wird nichts mehr. Bam, bam, obwohl, ich kratze da noch ein bisschen was an dieser Leiste raus. Nein, 2 Sterne werden das definitiv nicht mehr werden. Ah, sind schon zu starke Gegner am Start. Wie viel muss ich bekommen? Haben wir gesagt, hier 281. Naja, ich weiß nicht, wie aktiv die Leute sind. Jetzt, wo ich das Video aufnehme, ist gerade Sonntag und von daher, da spart man sich auch ein bisschen was zusammen an den Kämpfen. Und von daher kann das durchaus sein, dass die Leute ja noch ganz viele Kämpfe zur Verfügung haben. Und die alle erst später machen. Ach komm, 3 Karten und davon 2 mystische. Das muss aber echt nicht sein. Ganz ehrlich. Das muss nicht sein, oder? Was machen wir? Ich muss den Kraken nehmen. Ich würde zwar gerne den Heldenfrosch auch irgendwie. Aber... So, jetzt kann ich ihn nehmen. Kabums, kabums. Mal schauen. Ach, Vulcanus hat noch eine Runde. Oh, das war spitze. Das war echt spitze. Mal schauen, warum ist der schon so kaputt? 5 Lebenspunkte nur noch. Was machst du? Das ist doch eine legendäre Panzerungsrune da drin. Oh, schön. Schöne Sache. Das war eine sehr schöne Sache. Ich bin wieder back im Game. Wenn sich der Frosch selbst ermächtigt, wollte ich gerade sagen, macht er natürlich nicht. Ein Lebenspunkt noch. Sauber. Hey, das war ein harter Gegner, muss man wirklich sagen. 2 mystische direkt am Anfang. Und diese andere heftige Karte, aber ich glaube, das dürfte mein Sieg sein. Das muss definitiv mein Sieg sein, obwohl da gerade noch andere krasse Karten kommen. Vergiften 6, ach, das passt. Obwohl Vergiften passt irgendwie perfekt zu einem Frosch, oder? Giftfrösche gibt es ja sogar, die heißt noch so, oder? 3 Sterne, sehr schön. Ich meine, für dieses Ziel wird es noch heftig, die 280. Scylla, verzieh dich doch. Was mache ich gegen die? Den eventuell. Machen wir 2 Frösche, mal schauen, ob das was wird. Aha. Und wieder eine Durchbohren-Rune. Da ist diese ganze Panzerung unnötig. Aber ich nehme den trotzdem, weil er so viele Lebenspunkte hat. Und jetzt den. Mal schauen, wer wird geschleckt, wer wird geschleckt? Denn der verreckt, der verreckt. Komm, verschleckt. Ach, der wurde schon. Vergiften, aber Anzeigefehler, wird nicht angezeigt. Der hat schon vergiften 3 am Kasten. Das ist gut. Und Scylla wurde auch verhext, das ist ebenfalls gut. Und alle haben überlebt. Jetzt gibt es die doppelte Froschheilung. Schön, schön, schön. Mega gut. Also, da hatte ich echt Glück. Und jetzt sind die Frösche eigentlich nicht mehr kaputt zu bekommen. Heilen alle Frösche 9 jedes Mal. Hier 5 und vom anderen 4. Ja, das ist mal spitze. Und der Felsentitan knallt noch Schild 3 hinterher. Das war gut.
Obwohl Scylla der erste Gegner war. Da, diese drei Sterne, die waren echt nicht von schlechten Eltern. Wir nehmen... Der Drache wäre auch eine Verlockung, oder? Nein, ich nehme den. Dann den Leaper. Ah, Korrosiv ist da. Korrosiv 9. 64 Lebenspunkte. Ich muss es trotzdem versuchen, denn er bekommt ja durch Inbrunst immer wieder was. Ah. Und dann wird er immer geheilt und so weiter. Und schlecken kann ich ja nicht, weil der Schild 2 hat. Ist das ein Frosch? Das ist natürlich ein Frosch. Ach, der ist das. Ja, den kennen wir. Okay. Das wird nichts mehr, weil spätestens, wenn der einmal drankommt, dann durch dieses Abschöpfen hält er sich immer wieder hoch. Das wird, glaube ich, nichts. Naja, jetzt wird er nochmal geschleckt. Oh Mann. Mal schauen. Nö, 33 und der hat Korrosiv. Nö, gegen den kann man nicht ankommen. Da braucht man, glaube ich, Versengen. Und das kann ich jetzt leider nicht aus dem Hut zaubern. Der war schon so weit unten, jetzt ist er wieder auf 43. Okay. Ah, den hätte ich bekommen können. Aber diese eine Karte, wo gibt's die? Die will ich auch haben. Die ist so übertrieben krass. Okay, ein Stern immerhin. 8 Kämpfe habe ich noch. Doch, die 280 müsste ich schaffen. Nochmal der aus Cedric. Wir fangen mit dem Verhexen an. Dann ist hier durchbohren 7 nur. Panzerung 7, 8, 9 könnte ich ein bisschen abmindern. Naja. Aber der... Der ist zu schnell K.O. Ach, keine Ahnung. Ich muss es riskieren. Boah, 312. Nein. Oh Mann. Ich hoffe, das geht klar. Komm, bitte. Überleb noch einmal. Ein einziges Mal. Was ist denn der Turm? Der ist nichts. Der hat keine Fraktion. Oh, das war ganz wichtig. Leute, jetzt haltet euren Atem an. Das war ganz wichtig, dass das hier geschehen ist. Wer wird verhext? Okay, der Turm wird verhext. Boah. Hab ich ein Glück. Alter Schwede. Das war wirklich hochgepokert, aber ich hatte keine andere Wahl. Heftig! Der hat noch immer einen Lebenspunkt. Wie spitze. Hammer, hammer, hammer. Schön. Zweimal Blackfin mit verhexen Rune. Okay, aber das bedeutet noch nichts. Mal schauen. Zweimal die Blackfin verhexen Rune. Nö. Okay, der hat Vergiften drauf. Oh, und der wurde weggeschleckt. Sauber. Sauber, sauber, sauber. Bitte, komm, vielleicht kann ich es irgendwie schaffen, dass ich All Cedric genügend Lebenspunkte abziehe, bevor die ganzen Blackfins zum Einsatz kommen. Das fände ich sehr schön. Oh, 19. 19, es macht so viel Spaß mit den Fröschen. Jawoll. 3 Sterne rausgeholt, aber der hat auch nicht nur Frösche. Und trotzdem All Cedric. Ja, es muss nicht sein, wenn man Blackfin hat, verstehe ich schon, aber trotzdem. Nehme ich zu long. Ist zwar eigentlich nicht so schlau gegen den Turm, aber die anderen waren auch nicht gerade besser. Jetzt Heldenfrosch vielleicht oder so. Mal schauen. Wen nimmt er? Bitte nimm Solaron. Bitte nimm Solaron. Ja. Sehr schön. Das war gut. Das war gut. Jetzt hat Solaron dann schon mal ein ordentliches Versengen drauf. Versengen 15. Rune sei Dank. Und ich hoffe, zu long überlebt noch eine Runde. Sauber. Und jetzt hat er dann Versengen 20 und wenn da nichts geheilt wird, dann sollte das passen. Oh. Okay, aber das war trotzdem böse. Bitte einen Stern noch. Nein, ja, ich habe noch einen Stern. Sehr schön. Das ging jetzt ein bisschen zu schnell. Okay, durch die Frösche mit Blitz alle und... Das waren so Drachenfrösche, die von Haus aus schon mal ordentlich Kabums machen. Fangen wir mal mit Atlas an. Jetzt mit dem hier machen wir weiter. Dann stellen wir den in die Mitte. Und noch einen Heilerfrosch und hoffen, dass das alles irgendwie passt. Denn was nicht passt, wird passend gemacht. So, jetzt geht's ab. 2 sind weg vom Fenster, hoffe ich mal. Kabums, erste. Und Kabums, zweite. 22 Schaden. Das war ein bisschen übertrieben, aber okay. Gut. Ja, das ist perfekt. Jetzt sind Atlas, beide Heiler da. Da kann nichts mehr passieren. Das geht echt fast gar nicht mehr. Okay, obwohl Atlas wird nicht so gut geheilt, nur die Frösche. Aber trotzdem. Das ist schon in Ordnung. Oh, 3 Lebenspunkte nur noch, obwohl du immer so geheilt wirst. Was machen die denn mit dir? 3 Sterne. Juchei. Und damit habe ich jetzt Platz 1 erreicht und habe noch 5 Kämpfe.
Sorry, ich mache ein bisschen schneller. Ich weiß, ja, ich labere immer so viel. Ronin, erste Karte. Daniels, zweite, obwohl der Turm wahrscheinlich... ja. Genau, okay. Das war's. Das heißt, der macht den jetzt kaputt. Schade. Aber so kann es eben laufen. Boah, 16 Schaden direkt kassiert. Hui, 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 hui. Was machen wir jetzt? Das weiß ich gerade nicht. Aber das sollte... hoffentlich alles passen. Mal schauen. Boah, der ist auf 8 unten. Mann, egal was ich jetzt mache, es ist doof. Bergtitan. So. Autsch. Autsch, autsch, autsch. Ganz ungeschmeidig. Wegen dieser Frösche da. Die sind das Nervige. Okay, der ist auch auf 14 und mit Verhexen sollte das? Kabums, passen, genau. Schade. Wieder nur einen Stern. Oder noch zwei? Kann ich noch zwei Sterne rauskratzen? Irgendwo aus der letzten Ecke? Findet noch jemand einen Stern? Nein, leider nicht. Okay, aber 282. Ich dürfte gerade die Führung übernommen haben. Jetzt passt's aber. Der. Oh. Noch dazu mit Korrosivrune. Kann ich das machen? Soll ich das machen? Ja, oder? Machen wir es. Versuchen wir es. Versuch macht klug. Danach sind wir schlauer. 4 Schaden nur. War vielleicht doch nicht so schlau. 0 Schaden. Ach so, stimmt ja. Egal, das kannst du knicken. Das kannst du definitiv knicken wie das iPhone. Aber hey, wer weiß, Moment mal. Moment mal. Kavums? Kavems? Oh, schade, da war der Schild von Samael aktiv. GG, Samael, hast du gut gemacht. Das hast du echt gut gemacht, aber ich liege vorne. Wenn das jetzt keine legendäre Vergiftenrune ist, wollte ich sagen, und dann ist es tatsächlich eine legendäre Vergiftenrune. Aber mit etwas Glück ermächtige den. Jawohl, dann kann er sich abschöpfen. Verhext wurde die. Bitte hab Doppelschlag. Hast du Doppelschlag? Du hast Doppelschlag. Ui. Und geschleckt. Mann, 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 Mann. Hab ich ein Glück? Und es lebt noch alles. Jawohl. Aber ist noch knapp. Das sind die krassen Karten alle hier. Vor allem der Harvester nervt mich. Der lebt noch. Hat einen Doppelschlag. Ja. Doppelt versenkt. Jawohl. Schön. Ja, Hammer. Ich kann aufsteigen in die nächste Spieletrend-Gilde. Nein, Quatsch. Ich bleibe hier. Ich heiße Spieletrend. Ich bleibe bei Spieletrend. Und so ist das Leben. Gut. Neuer 27. Aber der hat keine Panzerung, kein Nichts. Okay, Schwächen. Aber ich glaube, das müsste irgendwie klar gehen. Dass ich da einmal überlebe. Wenn ich Glück habe. Die Rechnung habe ich ohne Vergeltung gemacht. Und dann trifft er auch noch mit dem Blitz die richtige Karte. Nein, das habe ich mir jetzt in der Theorie ein bisschen anders vorgestellt, um ehrlich zu sein. Aber nur ein kleines bisschen. Vulkanos. Und wenn du glaubst, es geht nicht mehr, kommt irgendwo Vulkanos her. 4 Lebenspunkte nur noch. Das passt. Sehr schön. Und wenn... was ist denn da alles drin? Wenn jetzt der Harvester nicht nervt, dürfte das sogar ein schöner Erfolg werden. Kavums. Oh, Atlas weg vom Fenster. Das war gar nicht schön. Aber Vulkanus jetzt auch, hoffe ich. Genau, das war dein letztes Gebet, mein lieber Freund. Und Zwetschgenröster. Autsch. Machen wir das? Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das. Leider nicht ganz, weil der zu wenig Schaden austeilt. Jetzt ist der korrosiv, hat er noch weniger. Aber hey, 2 Sterne, das reicht mir vollkommen. Für die Runde reichen mir 2 Sterne definitiv. Der hat noch so viele Goblins drin. Die haben alle noch so viele Goblins. Ist ja verrückt. Das ist echt krass. Goblin-mäßig. Sind die gut am Start? Gut aufgestellt. So, jetzt wird's knapp. Jetzt wird's spannend. Hat mein Zulong einen Doppelschlag? Das wäre ganz genial. Ist nicht mehr notwendig. Er hätte keinen gehabt. 3 Sterne. Ja, was geht los da rein jetzt hier? Wir machen ja die 300 voll. Frosch Nummer 1. Oh, das ist Berserk. Berserk 5 sogar. Was kann ich da machen? Ich glaube, zu long wäre schon gut. Jo. Keine Ahnung. So, dann muss ich hier Frosch Nummer 2. Den eventuell, wenn ich schon die Frösche alle habe. Und den nächsten Frosch. Und jetzt muss noch bitte einmal alles überleben, weil sobald der drankommt, Blitz alle 6 mit Doppelschlag und Frostatem, dann bin ich geliefert. Aber wenn ich das noch eine Runde überlebe, dann
wird's ein schöner Abschluss hier. Verhexen alle. Dann nochmal verhexen alle. Komm. Jawohl. Weg vom Fenster. Sogar noch ein Doppelschlag hinterher. Den kassiert direkt der Held. Okay. Hashtag Froscharmy am Start. Das war schön. Aber wäre der Drache drangekommen, dieser eine Drache alleine hätte alles weggefegt. Wirklich durch die Bank hätte der alles wegrasiert. Schön. Nur gegen den habe ich nichts. Das ist eben das Problem. Weil der durchbohren hat, was soll ich machen? Der... So, der kann... Der hat 9 und bekommt 12 mit etwas Glück. Aber der Frosch müsste überleben einmal und dann... Eventuell... friert er ihn ein. Aber wenn er geschleckt wird... Naja, aber die anderen haben ja auch nicht viel mehr. Ich muss das hoffen. Ich muss... Ja, Pech gehabt. Aber es geht nichts an. Ich kann nichts anderes machen. Denn diese Panzerung und somit durchbohren... Na... Die Zweierverzögerung, das wäre nicht rechtzeitig glatt gegangen. Na, mal schauen. Ob das noch was wird? Eventuell. Aber der ist echt mein Problem. Wenn ich da nicht die richtigen Karten dann im Deck habe, ist es aus und vorbei. 15. Bisschen zu wenig. Aber hey. Okay, Vulcanus ist jetzt da, aber ansonsten... Feine Sache eigentlich. Den noch vergiftet, das war wichtig, schön und gut. Aber sowas von, wenn Ronin jetzt diese eine Karte kaputt macht, die Sirene, dann würde ich Luftsprünge anstellen. Komm, machst du das? Oh, stimmt, die ist ja eine... ganz knapp geschafft. Die hat ja Schild und so, darauf habe ich vergessen. Hammermäßig, ich fasse es gerade nicht. Ich bin echt von mir begeistert, muss ich ehrlich sagen. Das waren schöne Runden jetzt hier. Das ganze Clash-Event. Ich weiß, es geht immer so lange, dann so ein Video und das, nicht jeder kann sich das komplett ansehen. Manche scrollen nur durch und so weiter. Wie viele Sterne konnte ich mir holen, etc. Aber hey, ich muss sagen, ich bin zufrieden. Ich bin für meine Verhältnisse echt zufrieden. Alle mit ihrer Unsichtbarkeit. Jetzt lass die Frösche doch mal ein bisschen vergiften. Oh, es hat aufgeholt. Ich glaube, den dritten bekomme ich nicht mehr und das meine ich bitter ernst. Ich glaube, den dritten hier noch eine Lebenspunkte-Rune drin. Den dritten bekomme ich nicht mehr. Oder? Was sagt ihr? Bekomme ich den noch oder bekomme ich den nicht? Ich glaube nicht. Nein, habe ich tatsächlich nicht bekommen. Egal. Ich habe 293 Sterne. Bin damit... Ach so, das ist nicht mal Gilden-Clash. Aber egal, trotzdem. Legt euch ins Zeug bei jedem Clash. Bin damit Platz 301. Und ach, die anderen haben auch gezockt und aufgeholt. Der Gurkenhals hat 289. Alles klärchen. Na gut, dann würde ich mal sagen, schlussendlich beende ich das Video. Ich bin echt zufrieden. Rune noch rein in den hier. Hier noch eine Heilenrune. Und da eine Vergiftenrune. In den Ochsenfrosch. Oder Lebensrune wäre auch genial, aber die will ich dafür nicht verschwenden. Aber ich muss eben, wenn der als Gegner kommt, muss ich das irgendwie überleben. Das ist eben durchbohren, das nervt so. Den haben sie echt krass stark gemacht, muss man ehrlich sagen. Aber ich bin ja froh, ich habe den selbst auch. Na gut, für dieses Video war's das. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Es geht einfach. Beim nächsten Mal weiter.